wenigstens so ein paar Notizen gemacht. Außerdem, ich finde es ein bisschen merkwürdig, auch gar nicht so einfach jetzt zu dieser Ehrung was zu sagen, weil es hat mit vielen emotionalen Prozessen zu tun. Schon als ich 2011 hier selber stand und das entgegennahm, was mich natürlich sehr gefreut hat, habe ich eigentlich, ich glaube, das habe ich ja gar nicht gesagt, Bernd, immer gedacht, im Grunde genommen wäre es viel passender gewesen, wenn du den gekriegt hättest damals. Jedenfalls habe ich immer den Eindruck gehabt, du hast zur Weiterbildungsbranche mehr beigetragen als ich. Und von daher bin ich jetzt schon deswegen sehr beruhigt und froh, dass sich sozusagen ein Kontenausgleich, oder wie immer man das nennen will, auf dieser Ebene ergibt. Und da bin ich froh, dass ich genau diese richtige Wahl getroffen habe. Das diesjährige Motto ist ja so von den Entdecken, Entgrenzen, Entfalten. Und auf eine Art passt es ausgezeichnet so auf das, wie ich Bernd Schmidt immer erlebt habe, als jemand, was ja auch vorhin schon ein bisschen angeklungen ist, als jemand, der Grenzen überschreiten wollte immer, mit einer unstillbaren Neugier und Lernbereitschaft, Lernwilligkeit. Insofern verstehe ich das hier jetzt auch nicht als Life-Achievement-Award und jetzt ist es vorbei sozusagen, sondern eher als ein kleines Übergangsritual für noch weitere, viele kommende, neugierige und innovative, spannende Entwicklungen, die ich ganz sicher bei Bernd noch zu erwarten habe und wir alle auch so. Aber da kommt was zusammen. Einerseits das über die Grenze hinausgehen, immer wieder auch ganz kritisch und sehr differenziert zu prüfen, wo ist was stimmig und wo gibt es noch Widersprüche in einem Konzept, sei es im Bereich der therapeutischen Arbeit, sei es im Bereich der Organisationsentwicklung, Coaching oder sonstigen Themenbereichen. Aber gleichzeitig auch wieder, und das finde ich eine ganz besondere Stärke, die hier zu diesem Motto dazugehören würde dann auch, nämlich dann wieder der Eingrenzung auch. Sodass, insofern finde ich das auch wieder in der Tradition dieser Weiterbildungs-, dieser Awards hier ganz passend, weil, was zum Beispiel Wolfgang Mewes, der ja auch hier schon mal einen Preis gekriegt hat, mit seiner EKS-Strategie schon immer propagiert hat, dass man sich dann irgendwie auch auf eine Kernkompetenz fokussiert und aus der dann aber eine blühende Vielfalt macht, das, glaube ich, ist Bernd Schmidt mehr gelungen als den meisten Menschen, die ich je kennenlernen konnte. Ich will einfach ein paar seiner vielfältigen Verdienste in diesem Feld der Weiterbildungsbranche erwähnen, weil da reicht die Zeit natürlich. Ich sollte es auch eher kurz machen hier, finde ich, um das alles aufzuführen, was Bernd so alles hier an Verdiensten hat. Außerdem sollte man auch immer ein bisschen den Ball flach halten für so einen Schwaben wie den Bernd. Sonst wird es ihm womöglich dann auch unangenehm, das sollte dann auch nicht sein in dieser Form. Also ich fange mal damit an. Bernd Schmidt, der ja ursprünglich im Bereich der therapeutischen Arbeit überhaupt dieser Beratungskonzepte und Therapiekonzepte aus der Gruppendynamik und Transaktionsanalyse kam und dort schon sehr früh eine sehr renommierte Position hatte, auch international, hätte es dabei belassen können, hatte aber nicht. Er hat in seiner eben innovativen Freude, Neues dazuzubauen, Bewahrenswertes mit Wertvollen aus anderen Konzepten als Nicht-Dogmatiker zu verbinden, dann die systemische Konzeption mit in die Transaktionsanalyse reingebracht. Und ich denke, als erster und keiner, den ich je kennengelernt habe, hat es so umfassend und so differenziert gemacht wie Bernd, die Transaktionsanalyse erst praktisch für systemische, komplexe Organisationsprozesse so richtig kompatibel gemacht, über diese systemische Arbeit, die den Kontextbezug und die Wechselwirkungen in größeren Zusammenhängen weit über das Individuum oder Dyadisches hinaus gebracht hat. Das hat dann in einer beeindruckenden, konsistenten Weise in die Transaktionsanalyse gebracht und die damit bereichert. Gleichzeitig aber auch die systemische Arbeit sehr damit bereichert, die, da waren wir uns relativ früh auch einig, eigentlich über viele Jahre in der Pionierzeit sehr stark auf die interaktionellen Wechselwirkungen geachtet hat, und das war auch wichtig, aber die persönliche Dynamik auch wiederum etwas vernachlässigt hat. Dadurch, durch Bernds Beiträge, wurde die systemische Arbeit ebenso bereichert, so war es eine quasi Win-Win-Situation für beide Bereiche. Und das allein schon wäre ein Verdienst, der diesen Award genügend verdient gemacht hätte, aber es gibt halt noch viel mehr. Jetzt gucke ich mal, damit ich ja nichts vergesse. Naja, wenn Sie Bernd Schmidt in Unterhaltungen kennenlernen würden oder kennen würden, dann wüssten Sie, dass er eine unglaublich präzise Fähigkeit hat,
diffuse, auch hochkomplexe Zusammenhänge, wo man leicht verwirrt werden könnte, wieder in stringenter, kurzer, klarer Form, konsistent in eine Struktur zu bringen. Und damit viele Konzepte, die so interessant sein würden, gerade über so eine systemische Arbeit, wo man dann nach einer Lektüre von Luhmann oder so quasi das Handtuch werfen könnte, in eine gute, lernbare Form zu bringen, ermutigend und handlungsorientiert. Und diese große Fähigkeit, auch diese komplexen Zusammenhänge in gut lernbare, übersichtliche Strukturen, die aber trotzdem die Komplexität enthalten noch, zu bringen, das ist eine richtige Kunst, die Bernd sehr gut beherrscht. Da könnte ich einiges aufzählen, ich will nur weniges machen, zum Beispiel Konzepte, die sehr interessant und sehr hilfreich sind für viele, gerade Leute im Führungsbereich, wie man Zwickmühlen managen kann, wie man die Vielfalt verschiedener Rollen innerhalb der Familie, der Organisation und so weiter in eine gute, kraftvolle Synergie bringen kann, wie man dabei aber auch eine Werte- und Sinnorientierung, ein ganz zentraler Aspekt, bewahren kann und immer wieder beachten kann. Da hat Bernd sehr, sehr wichtige Beiträge gemacht in vielen, vielen Veröffentlichungen, die es immer lohnens- und lesenswert machen, sich damit zu beschäftigen. Was ich eben, das wurde aber hier auch schon in diesem Drei-Welten-Modell ja angedeutet, sehr nützlich finde für alle Leute, die auch in meiner Weiterbildung sind, ist eben diese sehr schöne, vielfältige Betrachtungsweise, die Person in ihrer Einbettung in gesellschaftliche Prozesse, in familiäre und organisationssysteme Prozesse mit dem rollenorientierten Aspekt zusammenzubringen. Und was ich dabei ganz wichtig finde, ich will es nochmal betonen, dass das nicht dann nur zu drum geht, um zu funktionieren, sondern um eine Orientierung an Werten und an sinnstiftenden Prozessen sich da auszurichten. Und genau diese Kombination, einerseits hohe Effektivität, hohe Professionalität, kompetentes Verhalten im wirtschaftlichen Bereich und sonstigen Lebensbereich zu verbinden mit der Orientierung an Werten und an Sinn. Und das über die Person und den eigenen Erfolg hinaus auch in eine gesellschaftliche Verantwortung zu bringen, das hat mich immer an Bernd sehr berührt und beeindruckt. Und das ist etwas, was weiter wirkt, und da komme ich gleich noch drauf, auch in manchen Organisationen, die er gebildet hat, auch weiterwirken kann, sehr wirksam. In dem Zusammenhang möchte ich auch was erwähnen, was ich schon immer sehr spannend an ihm fand. Bernd hat eine hohe kognitive Gabe, das werden Sie vielleicht noch in seinem Beitrag morgen merken, aber darüber hinaus sich immer auch beschäftigt mit Prozessen der Intuition, der Jungschen, analytischen Psychologie, mit inneren Bildern, wie innere Leitbilder, Karrieren oder Lebenswege, wie Bernd es lieber nennt, oder Lebensentwicklungsprozesse bahnt und wie damit Kognition und Intuition, Unbewusstes und Bewusstes miteinander in eine gute Kombination gebracht werden kann, die dann praktisch die innere persönliche Synergie erst entfaltbar macht. Da hat Bernd, finde ich, in so differenzierter und meisterhafter Weise und dabei so kongruent, auch mit persönlicher Aufrichtigkeit und Durchdringung des in verschiedenen Veröffentlichungen dargelegt, dass man da viele Leute dazu ermutigen kann, sich auch dem zu stellen. Weil gerade im Bereich der Organisation, das kennen wir sicher alle, gibt es noch immer eine kulturelle Präferenz für kognitive Prozesse und eine gewisse Scheu, sich mit intuitiven Prozessen zu beschäftigen, wo wir doch aber heute aus der Hirnforschung und vielen anderen Bereichen wissen, genau da sitzt die Kraft für Kreativität, da sitzt die Kraft für Stimmigkeit, für gehaltvolle Weiterentwicklung, lebensorientierte, erfolgreiche Weiterentwicklung. Und mit der Kraft hat sich Bernd besonders systematisch beschäftigt und wunderbare Konzepte dafür entwickelt. Vielleicht haben Sie morgen auch noch eine Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen. Das wiederum reicht nicht aus, wenn man es nicht in eine Organisationskultur bringt und in einen Organisationszusammenhang. Und das ist für mich eine besonders verdienstvolle Pionierarbeit, die mehr als jeden anderen, den ich kenne in unserem Feld, Bernd und nachher mit ihm auch seine Crew, aber vor allen Dingen Bernd als Initiator geliefert hat, dass er sich damit beschäftigt hat und es nicht ermüdend immer wieder mit Kraft gesagt hat und beigesteuert hat, dass Entwicklung in einem erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen nicht nur mit wunderbaren Projektmanagement, sonstigen Regelungs- und anderen Trainingsprozessen zu machen ist, sondern unbedingt über die Entwicklung von Organisationskultur.
Organisationskultur, die den Mensch neben dem wirtschaftlichen Erfolgsziel in den Mittelpunkt stellt und die damit erst zu einer sinngebenden Organisation führt und damit zusammenhängt auch, dass Führung, erfolgreiche Führung nicht nur dadurch gekennzeichnet werden kann, dass man tolle Führungstrainings und so weiter macht, sondern dass die Person des Führenden auch in ihrer eigenen Entwicklung unbedingt berücksichtigt werden muss und sich dieser Entwicklungsaufgabe auch stellen muss. Da ist Bernd ein unermüdlicher Wegweiser und Leuchtturm in dem Feld, nicht nur war, er ist es und wird es sicherlich auch bleiben. Und dann ist dann wieder auch ganz klar, dass es umso konkurrenter werden kann, und das ist ihm sehr gelungen, wenn das auch natürlich im eigenen Haus, wie man aus der systemischen Sicht sagt, wie innen zu außen, die gleichen Muster laufen, auch laufen kann. Dementsprechend, und dafür muss ich sagen, bewundere ich ihn bis heute besonders, schon seit über 25 Jahren, wir haben immer darüber diskutiert, wie man auch so sein eigenes Institut zum Beispiel mit einer Organisationskultur aufbauen kann, indem das gelebt werden kann, auch in der Weiterbildungsvermittlung, in der Vermittlung der Inhalte, wofür er in seinen ganzen Veröffentlichungen stand. Da kann man sagen, das ist das Institut in Wiesloch, das Institut für systemische Beratung, aus meiner Sicht eine sowas von konsistente und beeindruckend tragfähige Organisationskultur oder Kultur innerhalb des Weiterbildungsprozesses auch entwickelt hat, dass allein das nach meiner Kenntnis, ich habe mit vielen Leuten, die dort Weiterbildung gemacht haben, schon geredet, allein schon ein hochattraktiver Faktor war, neben den Inhalten, allein wegen dieser Kultur des Eingebettetseins in eine Community von gegenseitiger Unterstützung, Spiegelung und so weiter. Und da, glaube ich, ist ein Modell geliefert worden von ihm und seinem Team, was für viele andere Institute ein Leitmodell sein könnte. Da zähle ich sogar mein eigenes Institut auch dazu. Das wiederum, und dann bin ich auch gleich fertig, hat aber nicht ausgereicht, ganz offensichtlich, für den ständigen Innovator, Grenzgänger und Weiterentwickler, der immer wieder eben guckt, hey, gibt es da nicht noch was, gibt es da nicht noch was, gibt es da nicht noch was, so dass Bernd zum Beispiel es auch geschafft hat, dass er, und das finde ich, zeigt von persönlicher Größe, sein Institut nicht nur um sich herum gruppiert, sondern im Laufe der Jahre es immer mehr so ganz gezielt darauf angelegt hat, Raum zu schaffen, Förderung, Ermutigung, Raum und gleichzeitig Orientierung für ein ganzes Team von sehr kompetenten professionellen Weiterbildern. Das setzt aber voraus, dass man sich selber auch zurücknimmt, dass man Raum gibt und gleichzeitig Orientierung gibt. Und ich glaube, da kann man so viel lernen. Insofern finde ich, wenn jemand diesen Preis verdient hat, dann eher schon deswegen, weil diese Art von Leistung, sich wieder zurückzunehmen, wir haben ja alle unsere Ego-Themen so, das ist keineswegs selbstverständlich und da kann ich nur sagen, Hut ab. Und noch nicht mal das reicht, in der Zwischenzeit hat er auch noch eine Stiftung gegründet, weil er dieses Wissen weitergeben will, auch in eine gute Form, dass wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen mit gemeinnützigen Organisationen in eine optimale Kooperation kommen und dabei das ganze Know-how, was das Institut und er erworben hat, dafür zur Verfügung gestellt wird, in uneigennütziger, fördernder Weise. Man sieht, das Verantwortungsbewusstsein für gesellschaftliche Entwicklungsprozesse zeigt sich auch da. Und damit komme ich dann zum letzten Teil, zum ganz Persönlichen. Wir kennen uns schon über 30 Jahre. Witzigerweise haben wir uns über Milton Erickson kennengelernt. Ich war ein bisschen vorher bei Milton Erickson und dann Schmidt ein bisschen später. Wir wohnen beide in Heidelberg, also damals noch beide, haben uns aber nicht gekannt. Aber über das Dreieck Heidelberg, Phoenix, Heidelberg hat uns Milton Erickson dann zusammengebracht und hat uns empfohlen, wir sollten uns doch mal kennenlernen. So hat es dann begonnen. In dieser Zeit habe ich dann als einen ausgesprochen loyalen, jetzt sei ein bisschen berührt, ich versuche mich zurückzuhalten, loyalen, verlässlichen, integren Freund erlebt. Da kommen aber so viele Sachen zusammen, die kann man gar nicht erwähnen. Wann immer ich mit Bernd, aber nicht nur ich, eine Begegnung hatte oder habe, ist es immer so, dass es eine enorme Dichte mit einer enormen Präsenz, einer Bereitschaft zuzuhören und dabei sehr empathisch mitzugehen, einen zu unterstützen, aber auch gleichzeitig, und das schätze ich besonders an ihm, mit einer Art fordernden Förderungshaltung einherzugehen, sodass wenn auch hier etwas nicht stimmt in der eigenen, wenn es zu diffus, zu wischiwaschi wird in dem, was man selber macht,
werden einem immer einen guten Spiegel, aber nicht irgendeinen Spiegel, der einen entblößt, sondern einen Spiegel, der einen emotional hält, achtet, widerspiegelt, sodass man jedes Mal aus einer Begegnung bereichert rausgeht. Ich habe das persönlich immer so erlebt, aber so erlebe ich die ganze Zeit alle seine Weiterbildungsbeiträge, dass es aus einer Haltung, man könnte sagen, der Liebe zu Menschen kommt und aus einer Haltung, ich würde es vielleicht am liebsten so formulieren, als ob alles, was er sagt oder auch nicht sagt, einfach durch die Präsenz sagt, hey, wofür willst du auf der Welt sein? Zu welcher Welt willst du beitragen? Und was willst du nicht nur von der Welt nehmen, sondern auch der Welt geben, sodass es ein wechselseitiger Prozess der Erfüllung gibt? Und das auch in Zeiten, die auch natürlich bei ihm es gab, mit großen schmerzlichen Themen, die er, finde ich, mit seiner Familie in bewundernswerter Weise zu einem schönen Prozess gemacht hat. Ich finde, das hast du verdient an diesem Preis, mehr als viele andere, die ich kenne, mehr als ich. Ich bin sehr froh, dass ich das machen konnte. Ich danke dir für die Ehre.